Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video unseres Online-Learnings. Ich hoffe, das erste Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr konntet was damit anfangen. Heute zweiter Satz, Synonym Tau. Dafür gehe ich ein bisschen zurück, ungefähr bis hier. Natürlich, kleine Wiederholung. 1, 2, 3, 4. Erster Satz. Das habt ihr ja alle hoffentlich ausgiebig trainiert. Zweiter Satz, der V-Stoß. Ab jetzt geht es immer mit links los. Ne? Erster Satz beginnt mit beiden Händen, symmetrisch. Ab dann immer linke Seite. Das ist von mir aus gesehen diese hier. Und das ist auch schon zu Ende. Also, linke Faust vor der Mitte. Und zwar die Knöchelreihe, die treffen soll, auf der Mitte. Nicht diese hier, dann ist die Faust nicht auf der Mitte, sondern genau genommen muss die Faust die Mitte sogar kreuzen, damit die Knöchel auf der Mitte sind. Dann lockere Schulter, lockere Faust, lockerer Ellbogen, den Arm komplett strecken. Öffnen, rotieren, drehen, ziehen, Mitte, strecken, öffnen, hochklappen, runterklappen, Faust dehnen, drehen, ziehen. Wichtig, dass ihr darauf achtet, dass das Ganze nicht irgendwie wackelig wird, dass die Hand nicht irgendwo hingeht, dass sie nicht den Platz wechselt, sondern dass es auf einer Stelle bleibt. Ich markiere mal mein Handgelenk, das ist hier, und dann öffnen, Handgelenk rotieren, Handgelenk drehen, Handgelenk ziehen, Mitte. Das ist wichtig. So, da haben wir ja den Beginn unserer Fauststöße. Das wird im zweiten Satz erklärt. Dafür gibt es noch eine extra Übung, die ihr unbedingt machen solltet, weil sie total gut ist. Egal, ob wir 5 Jahre alt sind oder älter, gar kein Problem. Dafür wechseln wir kurz den Standort. Die klassische Übung sieht so aus. Ich verwende jetzt mal ein Polster. Man nimmt sich ein Ziel. Fixiert das und dann kommt der zweite Stoß, der dritte Stoß, der vierte Stoß, der fünfte Stoß, der sechste Stoß und so weiter. Wichtig ist nämlich, dass wir lernen, erst mit der hinteren Faust zu stoßen und nicht das Ganze so rumzumachen. So, da viele nicht so ein Polster zu Hause haben, habe ich mal eine kleine Idee vorbereitet. Ihr braucht einen Zettel und einen Stift und ich hoffe, man kann das jetzt sehen. Ihr geht so hin, schaut mal, wie groß ungefähr eure Fäuste sind, so nebeneinander. Das wird ein Kreis. Der kriegt eine Mittellinie, so, wenn man sich das so anguckt, ganz schön groß, die Fäuste. So, und dann ist es so, wenn man so drauf guckt, dieser Teil, ist ja links, ist für die rechte Faust. Der Teil rechts ist für die linke Faust. Und das Ganze hält man dann hier so hin. Und dann macht man seine Vorstöße.
2.000, 3.000 Stück am Tag. Ja, das reicht dann schon. Okay, so viel dazu. Ne? Ich wünsche euch frohes Üben, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video.